Wir brauchen die restlichen Teile der Sprachscheibe. Was? Die sind Stufe 6. Ich hab's gleich. Alter, der hat mich mit einem Schlag hat er mich weggehauen. Kannst du so etwas töten? Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge God of War. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück zur Hexe. Hoffentlich. Schauen wir mal. Denn wir haben den Bifrost voll gemacht. Oh, okay. Geht schon direkt los. Brock wahrscheinlich. Brock! Wir waren in einer anderen Welt und trafen deinen Bruder. Halt, falsche Reihenfolge. Hast du den Schwachkopf etwa an deine Klinge gelassen? Hm? Du weißt, dass er sein Können verloren hat. Plötzlich hat es ihn verlassen. Wollte mich mit runterziehen. Hat er unser Mädchen versaut? Im Gegenteil. Auch ein blindes Schweinfurz gelegentlich mal etwas Trüffel aus. Aber weißt du, was wirklich zählt? Beständigkeit. Und die trieft bei mir aus allen Öffnungen. Was hast du gemacht? Verbessert. Gut, wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antwari. Er hat in den Völlunderminen gearbeitet. Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich. Trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir einen Gefallen. Sucht ihr ihn? Wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Antwari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Okay. Das ist mein Wort. Er hat jetzt einfach auf die Axt draufgehauen und hat sie verbessert. Wow. Für den Jungen? Nein, wir haben nicht genug Materialien. Du hast dich entschieden? Ich kaufe das jetzt einfach mal. Mal gucken, was es bringt. Bonus auf Abklingzeit. Also, doch noch ein paar Weisheiten gefällig? Nee, gerade nicht. Ich hatte auch mal jetzt geguckt, ne, wegen Ziele, hier. Das ist unsere Hauptmission, oder die Quest der Hauptmission. Und dann haben wir hier die Gefallen, die wir verfolgen können. Da werden wir demnächst auch mal definitiv was machen. Aber jetzt will ich erstmal noch zurück zur Hexe. Jetzt muss ich noch die Zauber finden. Wo waren denn die Zauber? Nee, das ist der neue von Atreus. Hier? Boah. Wo sind denn die Zauber, bitte? Das sind die Talismane. Fähigkeiten. Wo findet man die Zauber? Ich habe keine Ahnung. Gut,
machen wir erstmal weiter. Erstmal zurück zur Hexe, damit wir hier nicht wieder 50 Jahre... Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Damit wir hier nicht wieder 50 Jahre im Inventar rumeideln. Ihr wollt ja schließlich auch was sehen, genauso wie ich. Kennst du noch den Weg zurück zum Schwarzen Atem? Na klar, wir müssen über die Brücke zum Vanaheim-Turm gehen. Gehen wir zum Schwarzen Atem oder sehen wir uns um? Deine Wahl. Ich will eigentlich nochmal zurück zur Hexe. Laden. Wo war die denn? Eingang Hexenhöhle. Da wollen wir hin. Eingang Hexenhöhle. Da. 172 Meter. Jetzt müssen wir erstmal nur wieder zurück zum Schiffchen. War hier oben drauf nochmal? Ist hier jetzt irgendwas, was wir machen können? Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Ich wusste es. Wir blasen in das Horn. Nein, wir testen deine Entschlossenheit. Entschlossenheit? Die habe ich. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Ich tu's nicht, wenn du's nicht tust. Oh, ich wollte da jetzt aber reinblasen. Verdammt. Okay, also hier müssen wir irgendwann später anscheinend nochmal hin. Gut. Wenn nicht. Da! An der Torstatue sind wir vorbeigerudert, als wir von der Hexe kamen. Und welche Richtung ist das? Es ist Vormittag, die Sonne ist da drüben, also... Ist das Süden? Südwesten? Gut. Auf jeden Fall sind da erstmal wieder neue Gegner. Ach ja. Hi, ihr Hübschen. Konzentrier dich. Okay. Sie sind unbesiegbar. Naja, fast. Die kann ich auch nicht lesen, aber sie sind anders als die anderen. Wo ging's hier jetzt nochmal hin? Nee, wir müssen eigentlich mit dem Schiffchen fahren, ne? Da unten ist das Schiffchen. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Okay, und dann gehen wir jetzt erstmal zur Hexe zurück und berichten ihr und gucken, ob sie noch lebt. Aber sie lebt bestimmt noch. Hast du da draußen was gesehen? Den Turm? Ich sehe keinen Turm. Vielleicht nur ein Bild. Also, Brock und... Hier richtig? Sindri macht Mutter die Axt nur, damit sie überlebt? Sie war stark genug für eine solche Waffe und weise genug, Gutes zu tun. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Schwachen zu schützen. Dann half sie den Alben? Nein. Hm.
Hier hinten die müsste Schlange, das die er hält. Die Weltenschlange? Zu klein. Ja, aber vielleicht ist Thor auch echt groß. Unwahrscheinlich. Neues Dock gefunden. Oh Gott, was es hier nicht alles gibt. Was ist hier passiert? Schiffbruch. Ja. Ich meine, warum ist das passiert? Kommen wir da hoch? Ach, guck mal da. Noch so ein Odin-Rabe. Ich wünschte, Mutter könnte bei uns sein. Sie konnte kämpfen. Stimmt's? Ja, sie kämpfte. Wundervoll. Neues Dock. Okay, hier. Hier. Okay. Gut. Na, dann lasse ich mich erstmal noch mal ein bisschen ablenken. Und dann gucken wir erstmal, was hier ist. Das scheint ja nicht groß zu sein. Danach gehen wir dann aber wirklich zur Hexe. Oh. Was ist das? Was ist hier los? Neuen Ort gefunden. Mystisches Tor. Hierhin können sie noch nicht reisen. Oh, toll. Fast. Wir brauchen die restlichen Teile der Sprachscheibe. Was? Die sind Stufe 6. Alter, der hat mich mit einem Schlag hat er mich weggehauen. Ja, Blocken bringt bei denen gar nichts. Okay, die sind vielleicht ein bisschen zu hart. Vielleicht nur ein ganz kleines bisschen. Ich guck da trotzdem nochmal. Aber diesmal ohne das Tor anzufassen. Bei den Raben hätte ich gerne. Oh, toller Fund. Hier runter? Nee. Aber von hier können wir den Raben eventuell kriegen. Nein. Nice. Gut, haben wir einen Raben mehr. Immerhin. Besser als nichts. Aber sonst, nee, danke. Lassen wir hier noch, oder? So, jetzt aber wirklich zur Hexe. Wo war das nochmal? Wir sind voll vom Weg abgekommen. Da müssen wir hin. Ist jetzt richtig? Nee? Ja, der Kompass verwirrt mich. So ist es doch richtig. Wir müssen da lang. Hey, kennst du vielleicht ein paar schöne Geschichten? Was für Geschichten? Ich weiß nicht. Mutter wusste immer eine Geschichte. Hat dir als Kind niemand welche erzählt? Ich kannte mal einen Mann vor langer Zeit. Seine Geschichten waren kurz und zweckdienlich. Klingt nach Spaß. Weißt du noch eine? Da gab es eine über einen Hasen und eine Schildkröte. Wie beim Haus der Hexe? Eher nicht. Und wie geht die? Ja, wir müssen hier irgendwo rein. Veranstalteten ein Wettrennen. Der Hase ist sich seines Sieges so sicher und dumm. Die Schildkröte standhaft und diszipliniert. Die Schildkröte siegt. Du hast noch nicht oft Geschichten erzählt, oder? Hier sind wir richtig, glaube ich.
Okay, hier können wir echt viel Zeit verbringen, ne, indem wir einfach alles erkunden. Das können wir noch nicht aufmachen, das war das Rote. Ach, wir kommen hier auch gar nicht mehr zurück, oder was? Ich glaube nicht, ne? Oh, dann können wir gar nicht zurück zur Hexe. Ach man, wir sollten wirklich nicht wirklich die ganzen Zeitdinger hier gerade machen, weil wir kommen anscheinend wirklich nirgendwo richtig vorwärts. So, damit können wir uns zumindest teleportieren. Mystisches Tor. Sieh dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Okay, was? Kann ich da dran vorbeilaufen, ja? Eigentlich habe ich ja gerade gesagt, ich will nicht weiter erkunden. Aber das sieht gerade sehr interessant aus. Ich lasse mich einfach zu krass ablenken schon wieder. Okay, das scheint hier aber... Ja, das geht hier einfach nur einmal im Kreis. Okay. Gut, hi Brock, da sind wir wieder. Und wir sind auch schon wieder weg. Und jetzt Hauptquest folgen. Und das aus dem Kompass muss ich auch noch rausnehmen. Hier, mach mal weg bitte. Aus Kompass entfernen. So. Hier haben wir ja den Part angefangen, wa? Haben wir ja richtig viel geschafft in dem Part. Oh Mann. So, wir folgen jetzt strikt der Hauptquest. Ohne Wenn und Aber. Ich lasse mich jetzt von nichts mehr ablenken. Alles klar. Die Dinger müssten wir jetzt eigentlich aktivieren können, ne? Weiß nicht, war das jetzt gut? Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Okay. Level 6 schon wieder? Level 7. Ich glaube nicht, dass wir die schaffen. Ey, die Viecher bringen gar nichts, Mann. Ja, das kannst du vollkommen knicken. Die sind viel zu hart. Okay, Flucht ergreifen. Tschüss. Oh mein Gott. Weg hier. Hier runter. Hier fehlt uns so ein Kristall. Okay, jetzt müssen wir irgendwo so ein Kristall herkriegen. Guck mal, da liegt er doch. Level 7, Alter, was geht denn ab? Sieh her. Ja, Vater.
Wer das wohl geschrieben hat? Okay. Was auch immer uns das bringt. Erstmal hier hoch. Hier ist auch ein bisschen schneller, Kratos. Ach, da kommen wir jetzt gar nicht mehr rüber. Außer halt da lang, okay. Jetzt ist er auch noch mal hier. Armer Fafnir, zwischen Ehrgeiz und Gier liegt nur ein schmaler Grat. Der war doch eben noch in der anderen Welt, oder? Gegner voraus! Wo? Hilfe! Achso, ja stimmt, wir können mal unseren neuen Skill ausprobieren, mal. Easy. Okay, meine lieben Freunde, dann machen wir aber hier jetzt erstmal Schluss. Wo müssen wir denn überhaupt lang? Wir müssen da in die Richtung. Den Rest gucken wir uns dann im nächsten Part, würde ich sagen, an. Dann sage ich an dieser Stelle erstmal wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von God of War oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.